So, meine Freunde, ich laufe heute noch hier so ein bisschen das fiese Ghetto. Ja, ich wollte mich heute eigentlich mal so ein paar Gebüsche reinwerfen, aber ich glaube, das lasse ich heute mal. Ich habe so ein leichtes Kratzen im Hals. Ich glaube, ich werde krank oder sowas. Das kommt jetzt natürlich extrem unpassend. Einen wirklichen Grund für das Video habe ich jetzt nicht. Ich habe gedacht, ich nehme einfach mal auf. Aber sitzt man, hört mich auch, hört man nicht? Keine Ahnung. Das ist der zweite Teil dran. Ich habe gerade mal getestet, ob man mich hört und was kann man. Ich hoffe, seitdem ich das Update gemacht habe, macht das Handy das Bild immer so anders halt. Heißt also, wenn ich das Bild gerade halte, wird es dann schief und halte es schief, wird es dann gerade. Das ist ganz komisch irgendwie. Seit einem Android-Update ist das ziemlich uncool. Obwohl, ich sehe gerade, hier ist ein Gebüsch. Guck mal. Und da könnte ich mich eigentlich mal reinwerfen. Das nennt man dann Extreme Hacking. Ich bin jetzt eigentlich noch auf dem Weg zur Post. Ich bin gerade noch einen Brief weg von meinem Bruder. Aber ich glaube, ich springe dann halt doch mal in so ein Gebüsch da rein. Das ist ja eine interessante Mieterfrage. Wollt ihr, dass ich mich ins Gebüsch werfe? Egal. Ich will auch noch gleichzeitig ankündigen. Ich habe ja gestern schon, oder beziehungsweise vorgestern schon, einiges geschrieben bezüglich unseres Blogs. Jetzt läuft unser Blog auf unserem eigenen Server. Ich werde dann den Link einfach hier so reinpacken, so irgendwie, hier so. Und ja, dann schauen wir einfach mal. Guckt euch das mal an hier. Voll Ghetto. Heftig, wa? Viele Autos. Okay. Aber wie ich auch schon gesagt habe, unsere Kamera ist jetzt ja kaputt. Ich habe sie hingerichtet, das arme Ding. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber es hat halt einfach passiert. Das Video habt ihr gestern schon gesehen. Und irgendjemand hat dafür einen Daumen hoch gegeben. Ich frage mich, war der Daumen jetzt hoch für das Video oder für die kaputte Kamera? Ey, wie kann man denn jemanden eine kaputte Kamera gutheißen? Also Leute, echt jetzt. Ne? So, ich gehe jetzt mal zur Post und dann melde ich mich gleich nochmal. So, bei der Post war ich jetzt. Oh, jetzt beide mich mal hier. Jetzt war ich bei der Post gewesen. Jetzt gehe ich schnell mal zum Rewe und hol mir was zu trinken. Ich habe ja Gott sei Dank noch ein paar Tage frei. Samstagabend muss ich erst wieder ran. Ja, und ich habe den Brief jetzt mit dem Bruder eingeworfen. Ich habe das total verpeilt. Die macht ja 18 Uhr zu. Und 17.59 Uhr bin ich reingelaufen. Ich glaube, der hat einen Hals gehabt jetzt. Aber gut, dann muss er durch. Nett wie er war, hat er dann noch angenommen. Hat auch zwei andere Kunden bedient. Also, muss man sagen, war ein netter Typ. Hier, guckt euch mal diesen Straßenverkehr an hier. Das ist ja wie in Berlin hier. Guckt euch das mal an hier. Ist das nicht heftig? Übel, oder? Voll heftig. Ja. Aber jetzt laufe ich erstmal zum Rewe. Haben wir was zum Schlucken? Wie ist die Ethik an, was zum Trinken? Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt bin ich noch ein bisschen was zum Futtern. Noch zu trinken gekauft. Ja. Im Großen und Ganzen ist heute ziemlich warm hier. Scheint zwar keine Sonne, aber gut warm. Ja, und die? Lol. Wie gesagt, die Sache mit der Kamera ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Na gut. Auf der einen Seite 111 Euro für eine Cam kann man auch nicht so viel erwarten. Wobei die Rollei, Mobileye S50, damals in den ganzen Tests mit einem Urteil befriedigend abgeschlossen hat. Also eigentlich auch gar nicht so schlecht. Naja, ich war jetzt ziemlich genau 2 Jahre alt. Schade eigentlich. Das wird zwar günstig, aber war eine gute Kamera. Ja. Aber ich habe noch kurz zu sagen, ich finde es halt schade. Aber ich habe noch meinen Samsung. Was tut er die Aufnahmen? Das läuft. So geht das mal hier. Boah, voll Ghetto. Boah, fett. Ja. So, dann werde ich das Video jetzt mal ein bisschen bearbeiten. Zusammenschneiden und dann gleich hochladen. Ja, wir sehen uns.